Hey, 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 hallo ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Dinkem. So, weiter geht's. Okay. Was ich heute geplant habe, ist im Prinzip, dass ich die Werkstatt baue und ich möchte das Haus umziehen lassen. Genau, das wäre jetzt so mir das Wichtigste im Prinzip. Ich überlege bloß gerade, muss ich gestehen, welchen Untergrund ich nehme. Weil ich finde jetzt so diese Betonplatten finde ich eigentlich gar nicht so schön. Am liebsten hätte ich irgendwas, ja, Grünes. Aber ich weiß gar nicht, bin mir gerade gar nicht so sicher, inwieweit das dann wirklich funktioniert. Naja, jetzt gucken wir mal. Ich würde gerne auch schon mal so die ersten Blümchen und alles drum und dran. Guten Morgen, hallo. Blümchen und sowas mitnehmen und Boden schaue ich dann gleich mal. Jo, was wir da alles machen können. So, die nehmen wir auf alle Fälle mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. Oh ja, so ein sattes Grün, tropisch drunter. Naja, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Kein Platz mehr. Scheibenkleister. Ist die alle? Nee, die ist nicht alle. Hatte ich nicht hier irgendwo noch eine leere? Die war auch nicht leer. Keine leeren Kisten. Doch, die wäre leer. Achso, aber jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ich depp. Ach, guck mal, da habe ich ja... Ich habe eine grüne dabei. Okay. So, dann flitzen wir mal rüber. Wir haben ja viel vor. Heute ist Sonntag. Emsebremse hat auch nicht... Oh. Auf. Warte mal, warte. Jetzt fällt mir hier gerade ein. Die können wir da ja schon mal hin tun. Ja, das machen wir später. Das machen wir später. So, jetzt fahren wir erstmal. Sorry, Platz da. Oh, ihr seid aber auch echt blöd, ne? Eieieiei. Naja, upsi, Entschuldigung. Das Kale ist auch fertig. Nein, das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz, ganz doof. Da hat sie nämlich gerade. Aber, ach ne, ich habe einen Platz, habe ich frei. Okay. Aber ich habe eine kaputte. Ich habe keine mehr, ne? Das ist ganz unpraktisch mit der jetzt. Dann müssen wir es einsammeln. Ah ja. Und dann muss ich mal gucken. Ich kann sein, dass ich doch zu Rain noch muss heute. Oh Gott, der Mais ist ja auch fertig. Ei. Okay. Naja, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun heute, ne? Aber der Zuckerrohr noch nicht. Naja, gut. Pass auf, dann machen wir jetzt... Sammeln wir erstmal den Spinat. Ich glaube, Kale heißt Spinat, ne? Ich glaube, es ist Spinat. Den sammeln wir jetzt erstmal ein. Und wir haben noch einen Platz, haben wir frei. Dann können wir eigentlich den Mais auch gleich mitnehmen, ne? Und dann müssen wir bei Rain nachher auf alle Fälle nochmal neu einkaufen. Weil ich glaube, wir haben nur noch 24 Karotten. Und dann bleibt halt ein Feld frei. Das wäre natürlich nicht so gut, ne? Vielleicht machen wir auch nochmal Kale. Ich muss mal schauen, was wir machen. Jetzt sammeln wir erstmal alles am Mais ein, was wir einsammeln können. Eieieiei. Funktioniert übrigens, ne? Habe ich euch das erzählt, dass man aus einem Korn macht man ja 10 Tierfutter und kann man verkaufen bei... Also ich glaube, du kriegst 420 oder 380 pro Maiskolben und irgendwie 520 oder sowas sind es dann für 10 Tierfutter. Also, lohnt sich in dem Moment, wo Jimmy da ist, ja, und er einfach doppelt so viel zahlt, ich glaube doppelt so viel war es, ne, und du halt, ja, brauchst ja bloß 50 Stück, ne, und die kriegst du ja, 5 Maiskolben in so eine, in die Mühle rein und dann hast du halt deine 50 Stück schon und ich, das ist erstmal jetzt so meine neue Goldmine, ey, what? Richtig, richtig gut. So, ich glaube, wir haben jetzt alles in Mais eingesammelt. Da vorne liegt noch was. So, zwei Felder haben wir frei. Das ist damit Karotten. So, und wir hätten jetzt noch 24 Karotten. Ich möchte ungern Weed nehmen. Okay. Rain hat eh noch nicht auf. Oh, wir dürfen das nicht vergessen. Pass auf, wir bringen das jetzt erstmal schnell nach hinten. Ja, und dann... hoffe ich einfach mal, dass wir uns wirklich nicht zu doof anstellen und es vergessen. Von daher
Oh, drücken wir uns einfach die Daumen. Ach Mensch, ja, was macht ihr denn halt auch, ne? Oh, sieht immer noch voll schön aus. Halt da hinten. So. So. So, da kommt das mal rein. Das packen wir jetzt. Nee, halt, das können wir dahin. Das. So, dann können wir den nämlich dahin machen. Und die hier müssen wir woanders hinpacken. Die passen da jetzt nämlich nicht mehr hin. Da sind noch die Blümchen und da ist dann das Seegras, genau. Dann können wir hier nochmal ein bisschen was reinmachen. Und ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir jetzt hier auf alle Fälle noch haben. Nicht wirklich viel. So, das ist jetzt schon wieder voll. Pass auf, dann packen wir. Ja, wird auf alle Fälle noch. So. Genau, dann packen wir das noch mit dazu. Der Brunnen, der Pylon, das da alles, ne? Einfach bloß ein bisschen Platz machen, schaffen, wie auch immer. So, das sieht doch jetzt schon mal gar nicht schlecht aus. Boden. Boden. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich nicht den Betonboden, muss ich sagen. Aber so richtig, ein richtig schöner Boden, den gibt es eigentlich nicht. Cobblestone Road, das Schwarze. Vielleicht sollten wir doch einfach das Palmwood drunter packen und dann kann man gucken, dass man das so ein bisschen anpasst, ne? Allerdings sieht es dann bestimmt, weiß ich nicht, wie das dann ausschaut mit der Hecke, ne? Ich glaube, wir machen es wirklich einfach nur grün. Ich glaube, wir machen da. Und zwar nehmen wir dann aber Tropical Gras. Ich glaube, das sieht dann schon schöner aus. So, jetzt brauchen wir hier von denen nochmal ein bisschen was. Andersrum. Entschuldigung. Hä? Ach so. Ah, ich habe, ja, okay. Da. So. Ja, wir müssen noch Terrain, aber die macht jetzt um 11 auf. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal eben kurz die Dinger vollständig machen, ne? Da hatte ich ja gestern angefangen, aber nicht mehr zu Ende gemacht. So, da kommt Rosa rein. Rosa ist ja ein bisschen knapp, ne? Lila. Rot. Rosa. Warum ist denn da jetzt bitte? Wieso ist denn da jetzt eine Blume drinnen? Und wieso kriege ich die? Danke. Verstehe ich nicht. Das sollte da eigentlich nicht hin. Lila. So, jetzt sind wir wieder richtig. Rot, rosa, lila. Genau. Oh, es fehlt halt einfach eins, ne? Oder? Nee, es geht genau auf. Oh mein Gott. Oh, schaut mal. Voll cool. Wir könnten hier die Reihe einfach bis nach vorne ziehen und haben dann nochmal so ein bisschen, das wäre vielleicht was. Müssen wir mal gucken. Aber, ja, sieht im Moment recht stark aus. Hat was. So, dann werden wir jetzt erstmal zu Rainy fahren, damit wir das auf keinen Fall verpassen, weil das wäre echt ärgerlich, finde ich, wenn wir das, wenn wir die Felder nicht bepflanzen. Das wäre nicht gut. Deswegen machen wir das jetzt mal eben. Ja. Naja, ich fahre halt mit Tastatur, ne? Es ist, merkt man, ne? So. Okay, pass auf. Jetzt machen wir das. Das müssen wir nehmen. Das will ich jetzt mal mitnehmen. Die sind noch nicht so weit, ne? Ist wurscht. Die nehmen wir jetzt mit. Dann nehmen wir das alles mit. Genau.
So, schönen guten Tag. Du hast auf alle Fälle noch Kale, das ist sehr gut. Wie viel nehmen wir denn? Ich habe jetzt einmal Karotte. Pass auf, wir nehmen jetzt nochmal 48 davon. Und dann müssten die im Prinzip gleichzeitig fertig sein mit den Karotten. Hoffe ich einfach mal, weil die ja gedüngt sind. Wenn nicht, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und danach nehmen wir aber Karotten. So, Dankeschön. Okay, na dann fliegen wir mal wieder zurück. Oh, ich habe meinen Printer habe ich vergessen. Den müssen wir vorher noch holen. Das wäre eventuell keine so schlechte Idee. Genau, also doch, das müsste mit der Terrasse da unten eigentlich gut ausschauen. Ja, das machen wir mit dem, mit Palmwood. So, da ist der Printer, das ist gut. Hallo. Das machen wir mit dem Printer. Hoffen wir einfach mal, dass wir genug Palmwood haben, sonst müssen wir nämlich jetzt noch suchen. Oh, ich wollte mal gucken, ob ich noch eine Sense habe. Ja, hab ich. Und wir können die hier auch gleich mitnehmen. Noch irgendwas Interessantes? Nee, gerade nicht. So. Ah, guck mal, hier haben wir Hartholz. Fange ich schon mal an, kaputt zu machen? Ich meine, ich brauche es halt, ne? Sieht ja trotzdem noch ganz hübsch aus. So. Genau, und die müssen wir noch mitnehmen. Die müssen wir noch mitnehmen. Dann. Ja, das wird cool. Das wird. So, pass auf. Und jetzt haben wir hier ja. Jetzt packen wir hier mal die 10 Stück davon hin. Da. 1. Genau. So. Noch. Okay. Dann können wir nämlich hier jetzt dann ganz in Ruhe das machen. Das ist blöd. Dann machen wir einmal so, einmal so. Dich kann ich hier gerade nicht gebrauchen. Das sieht sowieso total komisch aus. Und dann machen wir hier die Kompass dahin. Perfekt. Und dann haben wir doch noch eine Kiste. Genau, dann können wir hier nämlich noch eine Kiste hinpacken. Gut. Die jetzt echt. Ja, es passt schon. Sehr schön. So. Dann hätten wir das jetzt, ne? Dann pass auf, dann packen wir jetzt hier mal die Fallen rein. Und den Dünger. Beziehungsweise das, was halt Dünger werden will. Oh. Das müssen wir zulassen, sonst kommen die ganzen Viecher. Und dann pflanzen wir eben noch den Kale an, ne? Und dann kümmern wir uns um unsere Werkstatt. Beziehungsweise auch um das Häuschen, ne? Da müssen wir nämlich nicht immer mit dem Schlafen dann nach hinten rennen. Sondern können halt direkt bei der Baustelle schlafen. Ne? Also wir könnten auch im Schlafsack schlafen. Allerdings ist es dann so, dass es nicht 6 Uhr in der Früh ist, sondern 7 Uhr. Ne? Also wir schlafen dann eine Stunde länger. Und das kann tatsächlich unpraktisch werden. Die brauchen wir jetzt nicht. Ach, guck mal. Da habe ich jetzt irgendwie 2 drinnen. Interessant. Warum auch immer. Aber das macht nichts. Ist okay. Lieber 1 zu viel, wie 1 zu wenig. So. Du arbeitest jetzt hier einfach fein. Oh, weißt du was? Wir können hier... Aha, guck mal. Wir können das da hinstellen. Ja. Dann schaut das gut aus. Nice. Sehr schön. Wieder ein Stückchen geschafft. Juhu. Na dann los. Kira, auf geht's. Wir machen hinten weiter. Und zack.
Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Jurt. So. Genau. Und jetzt brauchen wir das Tropische. Kann ich das einfach so drüber? Ah, und wir brauchen das Maßband. So, 5x5 und Eingang in der Mitte. Also, hier ist dann im Prinzip der Eingang. Also bräuchten wir zwei da, ne? 5x5. Dann hätten wir hier einen Weg und da einen Weg. Nee, das gefällt mir das? Ich weiß nicht. Nee, wir machen eins weiter da. Ja. Genau. Ich habe jetzt hier zwar noch keinen Weg, aber überschreibt es das? Nee, leider nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Also das Gras gefällt mir auf jeden Fall besser. So, jetzt ist bloß die Frage, ich muss wahrscheinlich dann tatsächlich einmal komplett umgraben. Aber gut, das macht nichts. Und am besten noch einmal außenrum. Oh, das wollte ich nicht. Genau, dann können wir nämlich einmal drumherum. So. Ja gut, das dauert jetzt halt einen Moment, ne? Aber dafür sieht es dann halt auch schön aus, ne? Also mir gefällt das tropische grüne Gras halt einfach besser. Das passt halt besser zur Hecke. Und ja. Wir haben halt einfach besonders viel Wasser benutzt, ne? Darf's ja eigentlich keinem erzählen. So, jetzt brauchen wir die drei hier noch. Das war's nicht, Kiralein, das ist die hinten, die Ecke. Genau, super. So, jetzt noch das da. Oh, doch noch ein bisschen mehr. Ich hätte auch theoretisch Boden benutzen können, aber gut. So, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. So, und jetzt können wir dann hier einmal grün. Oh ja. Oh ja. Das ist schön. Ja. Ja. Dann brauchen wir jetzt bloß noch hier. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Weg. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Weg haben. Ja, zwei. Juhu! Gut, das haben wir halt. Das können da auch mit rein. Guck mal, da können wir die ganzen Pflanzen mal eben reinmachen. Hier können wir das alles mal reinmachen. Und dann, pass auf, jetzt brauchen wir erstmal die Steine. Treppen habe ich jetzt erstmal gesetzt gehabt, ne? Und dann brauchen wir, also für die Werkstatt würde ich tatsächlich das machen und würde sogar den Eisenzaun drumherum packen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann gut ausschaut. Das brauchen wir für später eventuell noch. Jo. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein paar Steinchen besorgen. Und erstmal ein bisschen Boden herstellen. Warte mal, wo geht's denn los mit dem Boden? Da, genau. Jo. Sehr schön. Naja, wenn jetzt mein Haus dann auch erstmal steht, dann können wir dann noch richtig weiter planen. Ne? Tuckerbox ist geplant. Müssen wir bloß noch die Sachen reinpacken. Und dann, ja. Bandstand, also dieser Pavillon, den würde ich eigentlich auch gerne noch relativ zentral irgendwo mit hinpacken, ne? Wobei so eine Fire-Location auch so ein bisschen abseits. Naja, mal gucken. Ist die Frage, was machen wir als nächstes?
Müssen wir mal gucken, ob wir als nächstes dann vielleicht das Museum oder John irgendwo platzieren. So, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Motorrad. Da. Hier den See wollten wir ja auch noch ein bisschen zumachen. Das machen wir dann auch noch bei Gelegenheit, aber ich will jetzt erstmal meine Werkstatt soweit in Ordnung bringen, dass wir da ja vorankommen. So, du musst jetzt erstmal nochmal weg. Sorry, aber das ist jetzt halt einfach so. Genau. So. Genau, und dann die Treppen hier, ne? Da wollte ich ja drunter auch nochmal. Das sieht dann auch gleich nochmal ganz anders aus. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Das sieht dann komisch aus. So. Und dann... Jetzt habe ich das alles aufgefüllt, ne? Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir das doch eins tiefer machen. Ach, wenn Kira mal nicht so unentschlossen wäre, dann wäre die Welt auch ein bisschen leichter. So, da kommt das jetzt erstmal hin. Genau. Weiß ich noch nicht. Lass uns das mal kurz so ein bisschen ausprobieren. Sieht halt mittelmäßig aus, ne? Gefällt mir nicht so ganz, ne? Da müssten wir halt einmal auffüllen. So, und dann könnten wir hier auch auffüllen. Und dann müssten wir aber hier tatsächlich rum. Und dann könnten wir hier, ich weiß nicht, wie es ausschaut, wenn dann das Haus steht mit der Hecke drumherum. Das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Aber bisher... So könnte ich mir das jetzt gerade ganz gut vorstellen. Unser kleines Anwesen. So. Ja. Du kommst eh nicht hin. Oh, das war eins zu viel. Hoppala. So. Gucken, wie das dann ausschaut, ne? Ist jetzt natürlich alles nicht ganz so villenmäßig. Aber wer weiß, vielleicht schaut es nachher ja doch besser aus, wie ich jetzt ursprünglich oder wie ich jetzt im Moment annehme. Mal gucken, also wir werden sehen. Aber so das einmal umzäunen, alleine wegen den Krokus, finde ich das schon sehr sinnvoll. Und dann haben wir einfach auch nochmal was anderes genutzt, ne? Also den Zaun habe ich, glaube ich, noch nie genommen. Und von daher ist das, ja, grundsätzlich ist es schon nicht hässlich, ne? Was wir hier auf alle Fälle brauchen, ist, dass wir hier, ja, überall das Gras hinmachen, ne? Das grünere Gras. Das müssen wir schon machen. So. Aber ich sag mal, wenn jetzt hier... Also sorry, du störst noch, ja? Vielleicht mache ich dich irgendwann nochmal dahin. Das muss ich mal gucken. Aber jetzt gerade störst du leider. So. Und ich glaube, ich mache hier bloß zwei. Ich mache hier nur zwei. Sorry, Leute, aber das schaut einfach...
Mit 2 reicht mir das. So, dann brauchen wir den Printer nochmal. Da. Genau, und dann machen wir noch einmal. So. Und da machen wir einmal so. Und dann können wir hier nämlich auch nochmal ein bisschen grün machen. Dann können wir da nochmal ein Bäumchen pflanzen oder irgendwas. Das gefällt mir gerade aber tatsächlich besser. Ja. So. Na dann, pass auf. Jetzt machen wir hier. Soviel zum Thema Werkstatt. Ja. Naja, langsames Vorantasten, ne? Es geht halt nicht alles von heute auf morgen. Soll ja schließlich auch noch was aussehen. So, pass auf, wir machen das jetzt erstmal da noch hin. Den Zaun wollten wir noch drumherum setzen, aber da brauchen wir, siehst du, da brauchen wir aber noch den Untergrund. Warte mal, habe ich jetzt hier noch irgendwo die Tropensamen, nehmen wir da noch mit. Aber dunkles haben wir jetzt nicht. Halt, den wollte ich für die Dingsbums benutzen. So, pass auf. Halt. Da, das können wir dahin machen und davon nehmen wir jetzt nochmal so. Und dann brauchen wir hier. Dann können wir die Tuckerbox damit gleich komplett fertig machen. Möchte ich behaupten. Ganz vorsichtig. Ob das stimmt, werden wir sehen. So. Gut, ich glaube, das passt erstmal. Okay, so. Aber eigentlich will ich ja, also das sieht hier schon ganz nett aus, aber es passt noch nicht ganz. Da müssen wir auf alle Fälle auch noch was drunter legen. Aber ich wollte hier hinten ja noch fertig machen. So, pass auf, ich wollte hier den Printer ansetzen. Uah, Scheibenkleister. Das wollte ich jetzt nicht. Und ich will auch nicht bis ganz nach vorne. So, dann brauchen wir mal eben Holz. Genau. Ja. Habe ich zufällig? Ich habe zufällig. Haha, 1, 2 und 3. Perfekt. Genau, und dann müssen wir bloß gucken wegen hier hinten, ne? Also, hier wollte ich ja noch. Genau. Da setzen wir jetzt nochmal den normalen Zaun hin. Das reicht nicht. Das reicht nicht, das sehe ich jetzt schon. Und schon gar nicht, wenn du es anfängst, falsch zu platzieren, liebe Kira. Gut. So. Oh mein Gott, es hat doch gereicht. Ja, sehr geil. Sehr, sehr, sehr super, mega gut. Ja, doch. Schön. Das gefällt mir. So. Wie gesagt, hier bin ich mir noch unschlüssig. Das lasse ich auf alle Fälle mit der Erhöhung stehen. So, und jetzt packen wir hier nochmal schnell die ganzen tropischen Samen hin. Unser immergrünes Land, genau. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil man müsste ja die Pflanzen eigentlich vorher einpflanzen. Aber gut, das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Das ist für mich jetzt gerade echt in Ordnung, aber so macht es schon was her. Und dann, ja, ich platziere das dann erstmal und wenn es dann fertig ist, dann schaue ich, ob das, ob ich da nochmal einen Boden hinmache oder nicht. Also hier diesen Weg. Wahrscheinlich wäre es besser, ne? Muss ich gucken, wie es ausschaut. Ernsthaft? Friss Vogelfutter. Ups.
eigentlich jetzt gar nicht so lustig, dass der da ist, ne? Voll blöd. Okay. Ja, und dann wäre halt wirklich die Überlegung, ob man hier eben halt auffüllt und auch bloß noch so mal so einen Ausgang macht. Da bin ich mir jetzt echt gerade noch nicht so richtig schlüssig, ne, wie ich die Werkstatt hierhin platzieren soll. Also hier ist so unser Grundstück und schick und ich glaube, ich würde noch mal ein bisschen abrasieren müssen. Und dann, oh, noch eins. Jo. So. Also, aber die sind noch nicht komplett ausgewachsen. Die sind noch zu klein. Da müssen wir noch einen Moment warten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir einfach sagen, ja, hier. Und dann nochmal weiter einzäunen. Eh so ein bisschen als Schutz, ne? Dass die Krokodile von da hinten nicht unbedingt hinkommen. Muss ich gucken. Dann würde ich das aber wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen weitermachen. Ja. Okay, naja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir machen jetzt hier mal noch einfach so, weil ich es kann. Eins. Zwei. Kann man nicht mal in Ruhe arbeiten? Ja, irgendwie so. Das passt schon. So. Gut, dann fahren wir jetzt nur noch schnell nach Hause. Unser Anwesensgrundstück ist jetzt auch erstmal so weit. Und wie gesagt, da mit dem, da muss ich mir noch mal überlegen, wie ich das am besten hinpacke. Aber bisher, ja, es wird, ne? Schon schön. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier nochmal schon nochmal was hinstellen, ne? Weiß noch nicht was, aber das Grundstück, also hier so dieser Teil. Dann mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen. Oh, wisst ihr was, jetzt nochmal ganz schnell gucken. Ich wollte nochmal nach den Kokosnüssen gucken. Ob die inzwischen schon fertig sind. Die sind tatsächlich schon fertig. Das ist cool. Weil dann möchte ich eigentlich ganz kurz die hier noch ernten. Damit die dann auch wieder tragen können. Die brauchen ja 10 Tage, bis die nachwachsen. Bis die Pflanzen gewachsen sind. Und dann, ich glaube, alle 5 Tage kommen Kokosnüsse, ne? Müssen wir mal gucken, aber der Anfang ist jetzt gemacht. Yay, so. Dann fahren wir mal zurück nach Hause. Ja, cool, wir kommen doch voran. Ne, es wird doch. Hier und da immer noch überall so kleine Einzel... Heiten, die noch nachgebessert werden müssen. Aber im Groben und Ganzen geht es auf alle Fälle ganz gut. So, jetzt machen wir nochmal ein schönes Licht bei Nacht von unserem kleinen Anwesen. Jo. Cool. Sehr gut. So, ab nach Hause, es ist nämlich schon late. Wir haben dann immer nicht so viel Energie. Oh, herrlich, 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 herrlich. Okay. Ihr Lieben, was soll ich sagen? Schön, dass ihr mit dabei seid, mit dabei wart heute wieder. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ja, das wird noch richtig cool. Ich freue mich. Genau. Ihr bleibt jetzt gesund und munter. Lasst es euch gut gehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.